Herzlich willkommen zum neuesten Video. Wir sind hier in Hornburg im Kaff Deutschlands und mache einen kleinen Überraschungsbesuch. Und zwar bin ich hier, um den Jan einen Besuch abzustatten, hier beim Finnish Festival. Habe ich ihm nämlich versprochen und deswegen habe ich mir jetzt den Anton geschnappt, gesagt, hey komm, wir fahren jetzt mal einfach mal nach Hornburg und sind mal einen Tag hier. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zum Gelände und checken mal, was da so abgeht. Jetzt haben wir mitlaufen. Nur so Deko hier, habe ich mir gedacht. Die ganz große Bühne ist oben links. Die hängt über Lagepläne. Alles ganz kurz, ein bisschen auslockern. Ich übergebe an Lea. Auf geht's. Ja. Ich habe Jan vor die Kamera bekommen und mir gedacht, vielleicht hat er mal ein paar Minuten Zeit für ein kleines Interview und hier haben wir ihn. Jan ist sozusagen, ja, man kann sagen, der Veranstalter dieses Festivals. Und erzähl doch mal den Leuten, was ist ganz genau dieses Finnish Festival? Worum geht's? Was macht ihr so? Erzähl mal. Ja. Also, ja, erstmal danke für das Interview, das weiß ich krass zu schätzen. Sehr, sehr gerne. Ich bin Mitveranstalter vom Finnish Fitness Festival. Ich mache das zusammen mit Luisa, meiner Freundin, und einem sehr guten Freund von uns, Klaus. Mhm. Also wir sind ein Dreiergespann. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir haben im letzten Jahr unser eigenes Fitness-, Sport-, Lifestyle-Festival aus dem Boden gestampft, Finnish. Ihr macht dann so Kurse, bietet ihr an, sowas wie Yoga, ihr macht hier so einen riesigen Hindernislauf, hab ich auch gesehen. Genau. Ich habe jetzt dieses Jahr nicht mitgemacht, aber vielleicht nächstes Jahr, wer weiß. Okay, zum Glück haben wir das jetzt auf Kamera, also ich nehme dich da beim vor. Im ersten Jahr waren wir mit 280 Leuten am Start, was für uns schon unfassbar krass war. Dieses Jahr sind wir bei 424 festen Teilnehmern, die das ganze Wochenende da waren, plus 804 Hindernislauf-Teilnehmer. Das ist einfach unfassbar krank. Das ist verrückt. Ja. Wenn man sich, wie gesagt, überlegt, erst das zweite Jahr und dann macht ihr es mehr oder weniger einfach nur zu dritt. Das ist schon krass, was ihr da aufgebaut habt. Und deswegen, wie gesagt, habe ich gesagt, okay, ich muss dieses Jahr unbedingt mal vorbeischauen. Geil, danke. Und mir selber so ein Bild davon machen. Und wie hat es dir gefallen? Mega, also erstmal waren wir beide, also Anton, der Kameramann, und ich, erstmal ein bisschen baff, wie voll der Parkplatz war. Wir haben so gedacht, okay, ist doch schon ganz schön viel los. Und ich finde die Location halt cool. Und was mir aufgefallen ist, man hat extrem viele verschiedene Leute. Man hat so ein sehr junges Publikum, aber auch ein bisschen, Anführungsstrichen, älteres Publikum. Und man merkt einfach, dieser Sport verbindet. Und genau das liebe ich so an Festivals. Auch schon beim World Fitness Day zum Beispiel genauso. Ich finde dieses Feeling, dieses gemeinsame Pushen, gemeinsame Schwitzen, Sport machen, ist einfach, das ist so das Geniale an diesem Sport. Und wie gesagt, und deswegen schreibe ich zu 100%. Genau. Also super cool, was ihr da aufgebaut habt. Mein Respekt. Geil. Und Dankeschön. Ich stoße mit dir an auf diese Arbeit und sage, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei beim Hindernislauf. Mein Versprechen, wir haben es auf Kamera. Nice! Und dann Geil. Machen wir was Cooles. Du, das freut mich. Wir sehen uns nächstes Jahr. So, und das war das Finnish Festival. Eigentlich war ich ja nur hier, weil ich eine Massage wollte, aber
Leider war es so voll, deswegen habe ich nur das Abschiedsworkout mitgemacht, aber auch das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen bezüglich meinen coolen Ausführungen. Ja, ich hoffe, ihr habt auch so einen kleinen Einblick bekommen vom Festival. Wie gesagt, nächstes Jahr bin ich dann so richtig dabei mit Hindernislauf etc. pp. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt sehr gerne einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.